Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe meine aktuellen Favoriten und Must-Haves für euch. Es ist sehr bunt gemischt heute. Das sind aber einfach Dinge, die ich wirklich gerade sehr gerne habe, in meinem Alltag verwende und die mir das Leben bereichern und erleichtern. Deswegen wollte ich sie mit euch teilen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ja, erstmal zum Thema Haare bzw. Haarstyling. So wie ich es heute trage, gerade eins meiner absoluten Lieblingsfrisuren. So einfach, so schnell gemacht, super für Bad Hair Days. Ich meine, der Rest meiner Haare muss dann quasi nicht mehr so frisch gewaschen sein. Ich mache da noch ein bisschen von meinem Haaröl rein. Aber ich glaube, es liegt einfach dran, dass ich mir jetzt hier vorne so die Haare kürzer geschnitten habe. Und solange die frisch geschnitten sind und auch schön geföhnt sind, ist das ja alles super. Aber wenn die nach ein paar Tagen nicht mehr so liegen, ist das die einfachere Variante, weil ich sie ja nicht auch so zum Zopf nehmen kann. Dann mache ich mir hier einfach diese zwei Spänkchen rein und es ist super angenehm, weil ich habe die Haare so halb offen. Dann habe ich aber die Haare aus dem Gesicht und das mag ich total, weil manchmal nerven die einfach im Gesicht. Und dafür gibt es diese kleinen Spänkchen. Die gibt es auch so ziemlich überall. Ich schaue mal, wo ich gerade aktuelle Schöne für euch finde. In rosa, in braun ist das super dezent und ist auch nicht so crazy. Und finde es einfach einen süßen Style jetzt für den Frühling. Genauso, das ist jetzt auch schon ewig im Trend, Stirnbänder. Gleiches Prinzip. Man hat die Haare aus dem Gesicht. Wenn ihr ein Bad Hair Day habt, wenn euer Ansatz ja nicht mehr so mega ist, sind die super für so Übergangstage und es sieht auch noch schick aus. Ihr könnt die halt ein bisschen ans Outfit anpassen. Ich habe halt immer so neutrale, weil dann passt es zu allem und sieht auch wieder eben nicht zu bunt und durcheinander aus, wenn man halt nochmal was im Haar tragt. Zum Beispiel schwarz oder so ein Beige-Ton. Und auch die kriegt ihr halt im Set richtig günstig bei H&M. Bei ASOS, bei DM gibt es die. Finde ich die auch ganz cool. Da ein absoluter Favorit von mir schon länger, aber jetzt wollte ich es nochmal empfehlen, weil ich halt gerade noch mehr so auf meine Vitamine achte und auf meine Abwehrkräfte. Dieser Nutri-Juice von Hair One, den trinke ich gerade auch nebenbei. Ich habe letztens meine Schwangerschaftsgelüste-Getränke auf Instagram hochgeladen. Da war das auch dabei, weil ich brauche manchmal so ein bisschen was mit Geschmack und süß, auch wenn ich meistens Wasser trinke. Aber gerade in der Schwangerschaft brauche ich immer sowas mit Geschmack. Und falls es euch auch so geht, ist das halt eine gute Alternative zu einfach nur jetzt einen Orangensaft trinken, weil erstens mal viel weniger Zucker und zweitens mal habt ihr halt hier gleichzeitig eure Nahrungsergänzung zu euch genommen. Und ich bin Fan davon, nicht die Kapsel für das und das. Oh, ich vergesse das und zweitens, ich finde es nervig. Ich mag es, wenn ich so ein Produkt habe, wo alles drin ist. Das ist so ein Vitamin A bis Z Saft. Kann man auch pur, weil das schmeckt so lecker nach Ananas und Orange eben. Oder eben im Wasser aufrühren. Kann man auch Kindern geben, gebe ich auch meinem Kleinen, ist eben die einfachste Variante, wie gesagt, seine Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen. Also ich schaue gerade, 11 Vitamine sind drin, auch Vitamin D und B12 und ich habe damit auch meinen Tagesbedarf an Vitamin C übrigens gedeckt. Wie genial ist das denn eben mit diesem Gläschen? Und mache halt was für mein Immunsystem, das kann man immer gebrauchen. Das ist von Hair One, ich verlinke es euch unten sowie alles andere auch, aber ich habe auch einen Rabattcode auf den gesamten Shop für euch, ihr spart 20% damit. Gebt einfach Rosie20 ein. Es gibt noch viel mehr tolle Nahrungsergänzungsmittel dort. Schaut mal vorbei. Ich mag auch zum Beispiel diese Darmkur und so weiter. Also das ist auf jeden Fall auch All-Time-Favorite. Dann mache ich mal weiter mit der Kleidung, der Mode. Und zwar gerade jetzt für diese Zeit liebe ich Trenchcoats. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Das ist perfekt jetzt. Es war jetzt immer wieder regnerisch, es war jetzt immer wieder ein bisschen frischer. Und die Winterjacke, ganz ehrlich, man braucht sie nicht. Es ist too much. Und ich kann sie auch nicht mehr sehen, aber ein schöner, schicker Trenchcoat ist der Gold wert. Ich habe den hier jetzt auch schon ganz lange, aber den gibt es noch aktuell. Und der ist jetzt eben in so einem schönen Karamell-Beige-Ton und dann noch mit so Verzierungen. Und der ist, man kann gar nicht sagen gefüttert, aber er ist jetzt nicht dünn, dünn, dünn. Wie jetzt der nächste, den ich euch zeige, nur so zum als Unterschied zur Referenz. Das heißt, jetzt wirklich noch perfekt oder eben, wenn es mal kälter ist, wenn ihr morgens aus dem Haus geht oder abends den tragt, dann ist es halt echt noch kalt. Und dann seid ihr froh, dass ihr dann etwas habt, was aber eben, wie gesagt, eigentlich so schlägt und so schick aussieht. Also der Ton passt eigentlich auch schon zu allem, aber mit dem schwarzen bin ich echt auf alles vorbereitet. Also damit passt zu allem. Der hier ist jetzt von Only. Der ist halt jetzt eben ein bisschen dünner, würde ich sagen, aber immer noch gerade wirklich jetzt top. Schmeiße ich schnell drüber, fühlt so ziemlich jedes Outfit. Ich liebe das vor allem mit Leggings, wenn ihr Leggings anhabt und dann nochmal so ein lässiges Oberteil und dann der Trenchcoat dazu oder was mit einem Hoodie. Das sieht so gut aus, Leute. Und genau, also nochmal die Variante
in Schwarz, ganz klassisch, klassischer Schnitt. Dann das einzige Schwangerschaftsteil in diesem Video, weil ich weiß, es dann für die anderen nichts und so weiter, aber ich habe in der letzten Schwangerschaft, das weiß ich wirklich, keine gute Schwangerschaftsjeans gefunden. Die waren meistens so irgendwie meh. Und das ist jetzt endlich mal eine, die wirklich gut sitzt und auch bequem ist. Und das ist die hier. Also die sehen immer so witzig aus, wenn man die nur so sieht. Das ist hier diese Mogelpackung. Hier oben habt ihr halt diesen Stretch. Die ist sowieso sehr schön stretchig. Ja gut, hier geht's. Also sie sieht wirklich nicht aus wie eine Schwangerschaftsleggings. Man trägt da natürlich was Längeres drüber. Ein T-Shirt, eine Bluse, ein Top. Ist wirklich, ja, egal. Aber das wächst dann mit und dann habe ich jetzt halt eine Jeans für die nächste Zeit, weil jetzt mittlerweile passt es nicht mehr, meine alten Jeans, und deswegen bin ich auf die ausgewichen. Und weil ich halt letztes Mal selber so lange eine gesucht habe, die halt ja nicht nur oben sitzt, aber auch sonst einfach gut sitzt und guten Schnitt hat und mir gefällt, wollte ich die mit euch teilen. Dann mein aktueller Schlafanzug oder einer meiner aktuellen Pyjamas, den liebe ich nämlich so sehr. Und der ist jetzt keine Umstandsmode oder so. Also das ist jetzt wirklich für jeden. Ich habe mir den jetzt einfach ein bisschen größer bestellt und voilà. So bequem. Also wenn es einer Schwangeren bequem ist, dann wisst ihr, es ist bequem. Und zwar ist das der hier von S. Oliver. Das ist so ein Set mit so einer Shorts. Jetzt auch perfekt, wenn es wärmer wird. Und dann eben einfach mit so einem Kurzarm-Oberteil gestreift mit weiß und rosa. Und das ist so ein angenehmer, leichter, luftiger Stoff, weil man halt nicht einfach mit so einem alten, ollen T-Shirt schläft oder so. Und ja, das ist immer die Kunst, sowas zu finden. Was ich jetzt nämlich voll feiere, ist wirklich mein Wimpernserum. Weil, da fragen mich nämlich auch viele, kann man das in der Schwangerschaft benutzen? Ich sage immer, fragt bitte, wenn ihr bei irgendwas unsicher seid, mein Arzt, eure Ärztin, eure Hebamme. Also das kann nichts ersetzen. Ich sag mal so, ich benutze es. Es ist halt hormonfrei, ne? Und hat auch keine hormonähnlichen Stoffe drin. Es ist ein Produkt, was 100% natürliche Inhaltsstoffe hat. Deswegen bin ich da also sehr beruhigt, würde ich mal sagen. Es sind wirklich ja, eine Wirkstoffe aus der Natur und es wirkt halt trotzdem und I need that, weil ich liebe es einfach. Ich hatte ja wirklich beim letzten Schwangerschaft hatte ich diese Extensions und dann habe ich dann aber gedacht, boah, jedes Mal da liegen und dann noch mit Baby, Neugeborenem, dann habe ich die halt runternehmen lassen und meine Wimpern sahen so schlimm. Also ich hatte eigentlich keine. Ich hatte eigentlich gefühlt hier gar nichts mehr und bis die mal gewachsen sind, das hat ewig gedauert. Aber seit ich halt das Wimpernserum benutzt habe, gab es halt diesen Booster. Also das wirkt dann so in, ja, 6, 8 Wochen müsst ihr dem Ganzen geben. Aber ihr solltet es wirklich regelmäßig anwenden. Also morgens, abends, nachdem ihr das Gesicht gewaschen habt, nachdem ihr euch eingecremt habt, gerne als letzter Schritt, damit ihr hier nichts mehr verschmiert. So, das war das einzige Beauty-Produkt, weil ich euch im Video davor schon einiges empfohlen habe. Also falls ihr da Interesse habt, schaut da vorbei. Aber ich teste auch demnächst wieder neue Sachen. Seid gespannt. Zeige ich euch die Taschen. Ich habe 2 Taschen für euch, für verschiedene, ja, Anlässe. Ihr werdet sehen. Die hier ist ja mein All-Time-Favorite und ich wollte es euch zeigen, weil sie zwischendrin oft ausverkauft ist. Und jetzt ist sie gerade wieder da. Und im Moment trage ich auch eigentlich keine andere Tasche. Die hier von Naked, diese schwarze. Kein Echtleder, aber die sieht so hochwertig aus und es ist so eine praktische Geschichte. Sie ist nämlich relativ klein, wo ihr denkt, passt nicht viel rein. Aber wisst ihr, was da alles reinpasst, weil es so geil aufgeteilt ist. Und ich liebe diese Fächer und diese Ordnung, weil ich nicht rumkrame. Vor allem, ich habe die am liebsten, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, weil da habt ihr halt erstens mal oft die Hand nicht frei und könnt das halt über die Schulter tragen. Übrigens super bequemer, breiter Riemen. Also das schneidet nichts ein. Könnt ihr wirklich ewig tragen und es ist super angenehm. Dann trage ich die auf der Seite. Macht es auf und ich weiß genau, wo was drin ist, Leute. Vorne ist immer mein Handy noch drin, das passt sogar. Das ist dann nochmal unterteilt. Hier ist nochmal was mit Reißverschluss. So ein, oh, da ist ja noch was drin. Eine Karte. Hier ist nochmal so ein Fach. Hier ist eins nochmal mit dem kleinen Tempos, Geldbeutel, Sonnenbrille, alles Mögliche da drin verstaut. Und passt zu allem. Dies für Ausflüge oder wenn wir zu Freunden, zur Familie gehen, dort den ganzen Tag sind. Ich nehme noch Geschenke mit und so weiter. Die hier von Reisentel, der Loop Shopper, wirklich super praktisch. Also wie der Name schon sagt, könnt ihr auch damit einkaufen gehen. Dann nehme ich am liebsten so einen Korb. Aber bei der hier weiß ich, also da passt unser ganzes Kleinkindleben rein. Das ist dann nämlich, wenn ich sage, ich nehme Ersatzkleidung mit. Ich nehme, vielleicht habe ich noch Mitbringsel oder eben es ist ein Geburtstag, da packe ich die Geschenke mit rein. Dann mein Zeug und dann noch Spielzeug von meinem Kleinen. Ne? Packe ich dann auch alles in so Täschchen, Täschchen, Täschchen. Weil hier wiederum, anders als bei Amazon, ist natürlich ein großes Fach. Wie gesagt, kann man nämlich auch zum Einkaufen oder so nehmen. Aber wenn ich das habe, dann habe ich immer diese
kleinen Taschen. Wisst ihr, was ich meine? So kleine Netze oder so. Oder sogar ins Schwimmbad mit. Die ist nämlich wasserabweisend. Das heißt auch wirklich super pflegeleicht. Und da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Habt ihr diesen schönen hellen Beige-Ton. Und für das ist die auch wirklich nicht teuer. Und dann noch mein kleiner Retter. Ist auch nicht nur, aber gerade jetzt in der Schwangerschaft angenehm. Und zwar mein Lama. Das ist so ein Kirschkernkissen. Das könnt ihr in der Mikrowelle einfach schnell warm machen. Und dann ist da auch noch Lavendel drin. Und es riecht so schön nach Lavendel. Und es ist super angenehm. Das ist super klein. Finde ich die bessere Alternative zu einer Wärmflasche. Erstens geht es schneller, zweitens wird es nicht gleich zu heiß. Also das wärmt einfach viel angenehmer und hat auch noch so dieses kuschelige, süße Design. Ich meine, wie goldig ist das bitte? Und das habe ich jetzt als genommen, wenn ich so Unterleibsschmerzen hatte und was man da nämlich so alles hat. Aber es ist wie gesagt auch nicht nur dafür. Ich meine, später kommen ja die Unterleibsschmerzen wieder zurück bei uns Frauen und auch da werde ich die auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Jetzt kommen zwei Alltagsgeräte, die jetzt zu groß sind, sie hier reinzuhalten. Ich blende sie euch ein. Einmal, es ist, ich sag's vorweg, es ist eine teurere, größere Anschaffung, aber der Dyson Luftreiniger, Leute. Ich habe ihn jetzt testen dürfen über mehrere Wochen und ich kann sagen, jetzt könnte ich nicht mehr ohne. Ich liebe das Teil. Ich liebe es, wie einfach die Luft im Zimmer, ihr merkt so richtig, wenn der eine Weile an war, einfach anders ist. Wie angenehm das ist. Und es gibt mir einfach so ein gutes Gefühl, dieses Teil hier zu Hause zu haben, bei meiner Familie, bei meinem Kleinen. Ich meine, das ist natürlich auch super, wenn ihr Allergiker seid, wegen den Pollen und so weiter. Aber der filtert ja wirklich diese ganzen Viren raus, diese ganzen Krankheitserreger oder zumindest so einen hohen Prozentsatz, 99,9 oder sowas. Und erfrischt die Luft, bringt auch noch so ein bisschen Luftfeuchtigkeit rein, dass es nicht so trocken ist, wird im Winter auch der Hammer sein, ne? Weil dann eben mit Heizen und so weiter ist dann oft die Luft trocken, man will nicht immer Fenster aufmachen. Also nur, dass ihr es mal von mir nochmal gehört habt, jetzt wo ich ihn länger habe. Und das zweite Teil, das habe ich jetzt schon auch lange. Ich sage auch gleich, da gibt es auch schon die Nachfolgermodelle und so. Bin jetzt soweit noch mal zufrieden. Unser Staubsaugerroboter. Warum ich den jetzt gerade erwähne, ist, weil der in letzter Zeit mich so gerettet hat wieder und ich habe mir das sehr, sehr oft benutzt. Und dann könnt ihr den einfach jeden Tag raushauen, Leute. Ich muss ja nur auf einen Knopf drücken und dann läuft dieses Teil durch die ganze Wohnung und saugt es. Ich meine, wir haben drei Katzen, wir haben ein Kleinkind. Ich muss, also für mich, für meine Verhältnisse, für mein Sauberkeitsempfinden, ist mir am liebsten, es ist jeden Tag gesaugt. Ich habe aber gerade die Zeit, die Energie nicht. Wir stecken ja auch noch mitten im Umzug. Und dadurch, dass der jeden Tag läuft und dann sauge ich mal eine Ecke, ne, wenn jetzt gerade natürlich die sandigen Schuhe nach Hause kommen, Ecke, mein Kleiner. Wisst ihr, was ich meine? Da mache ich das kurz weg oder die Treppe hoch oder sowas. Und dann halt so einmal die Woche der Großputz natürlich. Das mache ich dann eben mit dem großen Dyson. Aber ansonsten ist es hier echt so picobello. Und ich finde es voll genial. Das sieht halt aus, würde ich hier jeden Tag voll saugen. Und wie gesagt, erleichtert mir gerade sehr den Alltag. Ihr Lieben, es waren meine aktuellen Favoriten und Lieblinge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, da war Inspo für euch dabei. Wie gesagt, schaut in die Infobox. Schaut auch nochmal wegen dem Rabattcode für HerOne. Ich würde mich freuen, wenn ihr es auch mal ausprobiert und mir Feedback gibt. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.